In der heutigen Folge von Ghost Hunters wird ein kleiner Junge aus Colorado von Promi-Gespenstern gejagt. Das Ghost Hunters-Team wird losziehen, um Licht in die Sache zu bringen. Willkommen zur schwulsten Show der Welt, Ghost Hunters. Gut, was haben wir diese Woche, Chris? Wir fahren nach Colorado, um paranormale Aktivitäten von Promi... Halt, was war das? Was war das? Hab's auch gehört. Es war wie ein... Ist hier ein Geist anwesend? Und ein kleiner Junge kann die Geister sehen? Ja, und anscheinend sieht nur er die Geister. Was war das? Hörst du es auch? Da, sieh mal, was ist das? Was ist das? Das ist, glaube ich, nur ein Zigarettenanzünder. Oh ja, stimmt, kann sein. Wir sind jetzt in dem Haus, in dem die Promi-Gespenster geortet wurden. Wow, wow, was war das? Was war das? Was war was? Habt ihr es gehört? Klang wie ein... Dup. Ist hier ein spukiger Geist anwesend? Schaut! Was ist das? Was ist das? Ich würde sagen, das ist Ihr Fernseher. Ich habe wirklich Angst. Wow, was ist das? Was ist das? Ich spüre eine Nässe direkt an meiner Hose. Ich sehe sie. Was ist das? Mein Gott, ich habe so Angst. Ich habe so Angst. Da, jetzt hat sich auch erwischt. Hast du das drauf? Geh nah ran, Mann. Das ist ganz klar paranormale Aktivität. Es ist warm und feucht. Ein warm-feuchtes Phänomen, das in meinem linken Bein hinabläuft. Nun bildet es eine Art, Parapfütze am Boden. Ich fass es nicht. Wollt ihr uns verarschen? Oh Gott, die paranormale Aktivität hinterlässt jetzt eine rätselhafte Spur, die uns folgt. Oh, etwas Festwarmes kommt jetzt ganz plötzlich hinten aus meiner Hose raus. Und es stinkt. Ah!